grob, liebe Leute. Im letzten Video haben wir uns ja mit dem vergangenen Festivalsommer beschäftigt. Heute schauen wir in die Zukunft. Die Zukunft! Nach der Festivalsaison ist ja bekanntlich vor der Festivalsaison. Bald müsst ihr den Urlaub einreichen. Und viele Festivals haben ja auch schon erste Bands und Artists für ihre Lineups angekündigt. Ihr wisst also, was das heißt. Wir haben endlich mal wieder ein Date, in dem wir uns einen Überblick über die Lineups der Festivals dieses Landes verschaffen. Und damit auf zum Line-Update. Ich bin euer Datingpartner Pete und ich sortiere mal für euch, auf wen und was wir uns nächstes Jahr auf den Festivals dieses Landes so freuen dürfen. Ihr kennt das Prinzip ja inzwischen, wir gehen alle schon bekannten Lineups für nächsten Sommer in chronologischer Reihenfolge durch, sodass ihr alles auf dem Schirm habt und schon mal grob euren Festivalsommer für nächstes Jahr planen könnt. Zudem verrate ich euch aus jedem Lineup jeweils eine Band oder Artist, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr auf der Veranstaltung seid. Alles klar soweit? Okay, let's go! Dann bitte einmal den obligatorischen Daumen drücken, um uns gegen den YouTube-Algorithmus zu helfen. Und wir legen los! In Österreich, denn das erste Line-Up, was wir uns anschauen, findet nicht im Sommer statt, sondern noch im Winter, im Skigebiet, das Full Metal Meierhofen. In dem Line-Up wäre mein Tipp auf jeden Fall, deine Cousine sich anzugucken. Ich habe Ende März eigentlich auch noch nichts vor. Vielleicht sollte ich mir das mal anschauen. Wir sehen uns im Pit, beziehungsweise auf der Piste. Weiter geht's, ebenfalls noch nicht im Sommer, beim Easter Cross. Hier ist noch nicht so viel bekannt, aber mein Tipp für euch wäre auf jeden Fall April Art. Habe ich auch schon mal live gesehen. Die machen ziemlich viel Spaß. Jetzt sind wir aber im Sommer angekommen, Ende Mai um genau zu sein. Denn auch nächstes Jahr wird das Campus Festival in Konstanz wieder die Open-Air-Saison einläuten. Mit einer ziemlich soliden ersten Bandwelle. Mein Tipp für euch, Berg, der hat jetzt kürzlich sein neues Album rausgebracht und das ist wirklich ziemlich geil. Ich bin gespannt, wie er es live umsetzt. Sollte man auf jeden Fall auschecken, wenn man da ist. Wir springen wieder zurück nach Österreich zum S-Bam-Fest oder Spam-Fest. Hier wäre meine Empfehlung für euch auf jeden Fall Agne Kid Joe. Ist eine sehr, sehr geile Punkband. Am nächsten Wochenende geht es dann so richtig in die Vollen. Wir sind am Pfingstwochenende mit den Jubiläen 40 Jahre Rock am Ring, 30 Jahre Rock im Park. Mit einem wieder mal sehr fetten Line-Up. Auch wenn ich sagen muss, dass es im Vergleich zu diesem Jahr für mich persönlich ein bisschen schwächer ist. Ist so. Aber es gibt auf jeden Fall einiges, worauf man sich freuen darf. Headliner The Prodigy, die dieses Jahr auf dem Rock for People schon so krank abgerissen haben. Außerdem interessant, dass Sleep Token und Falling in Reverse beide Headliner-Slots bekommen haben. Eigentlich ganz gut, dass man auch so ein bisschen auf die neuen Headliner geht. Unter einem dieser Striche wird sich ja auch noch eine gewisse Band namens Linkin Park verbergen. Zumindest mit ziemlich großer Sicherheit, weil wenn man mal auf den Tourkalender von Linkin Park guckt, die haben an dem Wochenende noch nichts vor. Und beim Nova Rock sind sie auch angekündigt, da kommen wir aber gleich noch zu. Wer ist mein Geheimtipp in dem Lineup für euch? Boston Manor oder Softplay? Ey, Softplay waren auch auf dem Rock for People dieses Jahr, war sehr unterhaltsam. Wenn ihr am Ring seid, wir sehen uns im Pit. Ebenfalls an Pfingsten findet das Sputnik Spring Break statt mit einem sehr ähnlichen Lineup zu diesem Jahr. Okay, Raf Camora, der holt seinen Auftritt nach, der konnte ja dieses Jahr nicht. Sehr Sputnik-typisch, auch SDP passen leider sehr gut da rein. Geheimtipp wäre wahrscheinlich Ikimel. Ja, oder Dream, ey. Dream war dieses Jahr beim Sputnik wirklich ziemlich solide, also wesentlich besser, als ich es gedacht hätte. Viel Spaß, I guess. Und noch ein Festival fürs Pfingstwochenende, das Open Air am Berg mit Team Scheiße und dem Tipp, den ich euch geben darf, die Kites. Richtig geile Band, habe ich zwar selber noch nicht live gesehen, aber die Mucke ist auf jeden Fall stark. Vom Open Air am Berg zu Rock am Berg, ebenfalls am gleichen Wochenende. Hier haben wir aktuell schon das komplette Line-Up für nächstes Jahr vorliegen und das sieht nach einem sehr geilen Line-Up aus. Tipp für euch, wenn ihr hier seid, auf jeden Fall Fjord angucken und Waving the Guns ist auch sehr geil. Ich wünsche allen, die hingehen, viel Spaß. Wieder ein Wochenende weiter und wir springen in die Schweiz zum Greenfield. Hier haben wir Slipknot und Electric Callboy. Viel Geballer dabei, also es wird auf jeden Fall ordentlich rumsen im Schweizer Alpental. Geheimtipp, okay, so geheim ist der nicht mehr, aber Landmark solltet ihr nicht verpassen. Absolut fett.
auch Thrice, geile Band. Vielleicht könnte man mal zum Greenfield fahren nächstes Jahr. Generell schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr bei einem der genannten Festivals am Start sein werdet und auf wen ihr euch am meisten freut. Wie schon angekündigt, das Nova Rock mit der letzten aktuellen Bandwelle, die auch Linkin Park beinhaltet hat. Nova Rock macht dem Namen mal wieder alle Ehre. Als Tipp für euch würde ich mal an Tag 3 gucken, ganz links unten. Denn da haben wir eines der absoluten Comebacks des nächsten Jahres. Airi Revolté sind zurück nach 7 Jahren Pause. Außerdem sollte man auch Refused nicht verpassen, weil das wird eine der letzten Gelegenheiten sein, um die Band nochmal live zu sehen. Danach soll ja Schluss sein. Fettes Line-Up beim Nova Rock, ey. Ähnliche Headliner finden wir auch wieder in Tschechien beim Rock for People. Unsere Review dazu kommt noch. Da erfahrt ihr dann alles, was ihr wissen müsst über die Veranstaltung. Deswegen am besten den Pit Report schon mal abonnieren, um keine geilen Videos und Reviews aus der Live-Branche mehr zu verpassen. Linkin Park werden also dieses Festival abschließen. Geheimtipp würde ich euch auf jeden Fall Spiritbox nahelegen. Fontaines DC habe ich viel Gutes gehört. Das letzte Album hat mich nicht ganz so abgeholt, aber ich glaube, die sind live nicht schlecht. Wir machen weiter beim ersten der nur noch 3 verbleibenden Heroes Festivals und die Lineups sind dieses Jahr nicht ganz so meins. Tipp hier wahrscheinlich Chabo 102, weil ich gespannt bin, wie er solo so auftritt. Seine letzten Singles waren ja doch etwas anders als die der 102 Boys. Ich bin aber an dem Wochenende definitiv lieber beim Hurricane oder Southside. Der Geheimtipp sind definitiv Emil and the Sniffers. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben die beiden Schwesterfestivals auch die zweite Bandwelle angekündigt und die schauen wir uns jetzt mal an. Wow, Olivia Rodrigo. Nein. Haub aus dem Umzugschaos. Ich wollte mich nur noch mal kurz melden. Was ist denn das für eine Bandwelle bzw. für ein Lineup? Also nicht nur haben wir jetzt 3 Acts, die in den ersten beiden Reihen stehen, die sowohl bei Rock am Ring, Rock im Park, als auch Hurricane Southside spielen. Nein, doch. Und vor allem haben wir auch schon wieder Green Day, die ja letztes Jahr erst bei Ring und Park waren. Boah, also, dass jetzt Ring und Park zu Eventim gehören und FKP auch, ich glaube, das ist nicht gut für uns Musikfans. Ich kenn kotzen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Line-Up haltet. Ich mache mich mal weiter an die Arbeit, damit ich bald hier ein schönes Setup habe. Wer es lieber etwas kleiner mag, der kann zum Rock for Tolerance fahren. Wenn ich euch eine Band aus diesem Lineup ans Herz legen würde, dann Rising Insane. Da wird es auf jeden Fall ordentlich krachen. Erneut geht es ein Wochenende weiter. Wir befinden uns jetzt schon Ende Juni und springen nach Münster zum Mainstream. Und auch das Lineup sieht ultra geil aus. Und ich hätte dolle Bock, da dieses Jahr mal hinzufahren. The Day to Remember, The Ghost Inside, Menos Moos. Und wen kann ich euch denn sonst hier empfehlen? Auch hier muss ich Refused empfehlen, weil sie haben ja angekündigt, nach der 25 Jahre Jubiläumstour The Shape of Punk to Come wird die Band aufgelöst werden. Man hat ja schon lange keine neue Musik mehr gehört. Refused lieber nochmal sehen, bevor man es irgendwann bereut. Dieses Jahr parallel zum Mainstream findet das Impericon Festival in Leipzig statt, nämlich die 20 Jahre Impericon Geburtstags Sommer Edition und diesmal auch Open Air, glaube ich zumindest. Dementsprechend gibt es natürlich einige deckungsgleiche Namen im Lineup. Wenn ich euch beim Impericon Festival eine Band nahelegen würde, dann sind das Elwood Stray. Die haben dieses Jahr beim Homeworld übel abgerissen. Traditionell finden die Impericon Festivals ja immer im März und April statt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Festivals dann trotzdem stattfinden. Man hat bis jetzt noch nichts gehört, glaube ich, oder? Wenn ihr mehr wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Review zum Impericon Festival gibt's hier. Und wir springen weiter, nämlich wieder zurück nach Österreich. Und ja, was soll ich euch hier empfehlen, außer die Beatsteaks? Ist ja völlig klar. Das Lido Sounds Lineup bis hierhin noch kein Vergleich zu den letzten beiden. Also die letzten beiden Ausgaben waren jeweils wirklich geil. Das Lineup holt mich gar nicht ab bis jetzt. Ebenfalls Ende Juni German Invasion in der Tschechischen Republik. Die Donuts, die Blackout Problems, Kafka, aber auch Airi Revolté, was natürlich auch hier ganz klare Empfehlung ist. Aber auch sonst ist es ein sehr fettes, geiles Lineup, muss ich sagen. Fast Food Orchestra, die habe ich schon mal auf dem Rock for People gesehen, die fand ich gut. Und vor allem kommen da ja auch noch einige größere Namen. Man darf also gespannt sein, was in Tschechien so gekocht wird. Welches Festival sich für nächstes Jahr auch den Termin Ende Juni rausgesucht hat, ist das Moose Meadows Festival. Und hier haben wir schon fast das komplette Lineup. Und das sieht ziemlich geil aus.
Also viele kleine Bands, die ich auch nicht kenne. Was empfehle ich euch denn da mal? Rising Insane, April Art, die hatten wir schon. Ja, zieht euch einfach mal Laika rein am Freitag. Habe ich aber noch nicht live gesehen, aber wird schon nicht so schlecht sein, oder? Wieder ein Wochenende nach vorn zum Rockhard. Hier wäre meine Empfehlung, die Kassierer anzugucken, denn wie ich mitbekommen habe, haben die einen neuen Frontsänger. Also kein nackter Wölfi mehr, der auf der Bühne seinen kleinen Penis! Ja! Präsentiert. Aber auch hier werden noch einige Namen kommen. Genauso wie beim Splash, was auch Anfang Juli stattfindet. Das Line-Up bis hierhin holt mich noch nicht so ab. Natürlich auch wieder Shi-Agu dabei. Ich glaube, der hat jetzt Splash Flatrate für die nächsten 20 Jahre. Meine Empfehlung, nicht zu verpassen, wäre auf jeden Fall Absilon. Sehr geiler Künstler. Ja. Wir haben außerdem noch das Ruhrpott Rodeo. Einiges an Punk wieder geboten. Die Antilopen-Gang. Man darf gespannt sein, ob da ausschließlich Punk-Songs gespielt werden oder auch Hip-Hop. Wahrscheinlich wird es trotzdem einen Mix geben. Meine Empfehlung hier wäre Tina. Die haben mich dieses Jahr auf dem Open Flair definitiv überzeugt. Weiter geht's ein Wochenende nach vorn zum Match Burner Open Air oder Match Burner Open Air. Auch hier haben wir ein ziemlich solides Punk-Line-Up. Unter anderem mit Jaya the Cat, die übelst geil sind. Aber trotzdem würde ich euch Den Mantau ans Herz legen. Kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Mitte Juli wagt auch das Nexus Nerd Festival den zweiten Anlauf, nachdem es dieses Jahr ja nicht stattgefunden hat. Ist so gedacht als Indoor Gaming Nerd Convention Rock und Metal Festival. Hier kommen die Headliner auf jeden Fall noch. Aber es gibt auf jeden Fall schon eine Band, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr hingeht, nämlich From Fall to Spring oder Samurai Pizza Cats, beides geile Bands. Vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Ich bin jetzt nicht so der Nerd, noch bin ich der übelste Gamer. Könnte trotzdem interessant sein. Vor allem würde mich sehr interessieren, wie dort die Pits so sind. Ein etwas weird zusammengestelltes Line-Up haben wir beim Dannewerk Open Air. Hier haben wir Esther Graf neben der Kiss Tribute Band und Heavy Saurus. Okay, wilde Mischung. Ich glaube, hier will man jede demografische Gruppe irgendwie abfassen. Meine Empfehlung hier wäre, sich auf jeden Fall Heavy Saurus anzugucken. Ich mag das, dass sie den Kindern so ein bisschen die Werte des Metal vermitteln. Und generell ist es einfach sehr unterhaltsam, sich das mal anzugucken, wie fünf erwachsene Leute in Dino-Kostümen Metal-Musik für Kinder spielen. Ordentlich rumsen wird es auch beim Free-for-All-Festival in Ostfriesland. Bluthund habe ich als Vorband der Emil Bulls gesehen. Unterhaltsam gewesen, würde ich mal sagen. Wird jetzt nicht meine neue Lieblingsband, aber als Support haben sie abgeliefert. Fast forward, wieder ein Wochenende zur ersten Bandwelle vom Deichbrand-Festival. Und hier haben wir ziemlich Hip-Hop-Rap-lastige Headliner. Aber sonst wieder einen bunten Mix quer durchs Genre-Gemüsebeet. Meine absolute Top-Empfehlung fürs Deichbrand ist auf jeden Fall, sich Vita anzugucken. Die hat ja nach ihrem Diss-Track gegen Shirin Davids ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch mehr als verdient hat, weil die Frau kann so krass rappen. Die hat einen übelst geilen Flow. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Ansonsten Paula Carolina, fantastische Bühnenpräsenz und ist einfach eine sausympathische Künstlerin. Am gleichen Wochenende haben wir noch das Haunerock. Auch hier kann ich euch wärmstens Fjord ans Herz legen oder Kapelle Petra, wenn ihr mal ein Hosenschlitz-Solo hören wollt. Gleichzeitig findet auch in Tschechien das Colors of Ostrava statt und hier haben wir Justice dabei und ich glaube, die sind live so richtig fett. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber wenn ihr irgendwie da hinfahren wollt, weil ihr zum Beispiel die Chainsmokers sehen wollt und das beim Heidepark Festival ja nicht so gut geklappt hat, zieht euch auf jeden Fall auch Justice rein. Ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Und auch im Erzgebirge wird es nochmal richtig laut beim Rock auf dem Berg. Wie viele Rock am auf dem Berg, Rock am Bergs und Rock Open Air am Bergs gibt es eigentlich mittlerweile. Hier kenne ich allerdings keine der Bands, aber einfach mal ins schöne Erzgebirge fahren. Warum denn nicht? Genau das solltet ihr nämlich auch eine Woche später tun und uns beim Homeworld Festival besuchen. Da werde ich auch nächstes Jahr wieder safe mit am Start sein. Es gibt zwar noch kein Line-Up und es wird jetzt auch nicht die großen Namen geben, aber alles, was dem Line-Up an Bekanntheit fehlt, macht das Festival mit Charme wieder wett. Deswegen, wir sehen uns im Pit. Und am anderen Ende Deutschlands haben wir an dem Wochenende auch noch das Afterlife und Buten Festival. Und hier würde ich euch definitiv Kublai Khan empfehlen. Die Hardcore-Band aus Amerika hat ja gerade echt
ganz schön Auftrieb bekommen. Und zu Recht auch, ist eine geile Band. Da kann man ordentlich Körperteile fliegen lassen. Viel Spaß im Pit. Zudem findet auch noch das Neueshausen-Festival statt. Auch hier werden noch einige Bands kommen. Aber wenn ich euch eine empfehlen muss, definitiv Kafka. Auch wenn ich sie noch nicht live gesehen habe. Aber ich denke schon, dass sie gut live sind, oder? Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. Wir sind am Ende des Juli angekommen und springen mit dem Wacken Open Air auch in den August über. Und hier haben wir, wie man das ja mittlerweile vom Wacken schon fast ein bisschen kennt, relativ wenige riesige Bands, breit gemischtes Spektrum an Metal, Hardcore und so weiter. Ich meine, die 10 Bühnen wollen auch alle bespielt werden. Einige der Namen kann ich natürlich gar nicht lesen. Ist aber auch klein, oder ich muss das hier mal ein bisschen größer machen. Empfehlungen vielleicht für alle Metaller, die Papa Roach nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe sie zwar selber auch noch nicht live gesehen, aber ich habe gehört, dass die Energie bei Papa Roach echt durch die Decke gehen soll. Deswegen nicht verpassen, wenn ihr zum Wacken fahrt. Vielleicht bin ich auch wieder da, wenn ich nächstes Jahr wieder als Teil des Crowd-Management-Teams wiederkommen darf. Wie das dieses Jahr so war, der Vlog dazu kommt noch. Deswegen auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren. Ebenfalls am Wacken-Wochenende findet auch das Full Rewind Festival wieder statt, zum zweiten Mal. Also die Festivalpremiere dieses Jahr scheint relativ geglückt zu sein. Es gibt ein paar Überschneidungen im Line-Up, aber eine Band, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, die beim Wacken nicht spielt, sind Per Kelle oder Nasty. Beides ziemlich geile Bands. Und ebenfalls Anfang August findet wieder das Green Juice Festival statt mit einem sehr geilen Line-Up, von denen ich euch eigentlich jede Band empfehlen kann, außer Livespark, weil die kenne ich nicht. Geht da auf jeden Fall hin und unterstützt dieses schöne, kleine, ehrenamtlich organisierte Festival. Für alle Österreicher unter euch, ihr geht an dem Wochenende natürlich nicht leer aus, denn es findet auch das Szene Open Air statt. Auch wenn das Line-Up für nächstes Jahr meiner Meinung nach dem von diesem Jahr wirklich keine Konkurrenz macht, empfehlen würde ich euch You oder Kapatult. Viel Spaß, alle Österreicher. Wenn nochmal so ein Line-Up kommt wie dieses Jahr, komme ich euch mal besuchen. Aber danach findet wieder mein liebstes Wochenende des Jahres statt, nämlich beim Open Flair Festival. Und auch hier haben wir wieder ganz viele leckere Bands am Start. Empfehlen würde ich euch aber, für alle, die es ein bisschen härter mögen, Future Palace. Und für alle, die es eher ein bisschen punkiger mögen, auf jeden Fall zu Jackpot zu gehen. Dieses Album, was dieses Jahr rauskam, kam es dieses Jahr raus? Das ist einfach so großartig. Wir sehen es im Pit. Überraschenderweise haben wir beim Taubertal Festival ein sehr anderes Line-Up bisher als beim Open Flair. Nicht nur hat das Taubertal als Headliner Youngblood angekündigt, sondern es spielen auch hier Airi Revolte und vor allem Hilltop Motherfucking Hoods. Und ich hoffe sehr, dass die auch noch fürs Flair bestätigt werden. Denn normalerweise decken sich die Line-Ups der Festivals ja immer sehr. Aktuell doch deutliche Unterschiede zu vernehmen. Genauso wie beim Rocco del Schlacco. Auch hier ist Youngblood angekündigt. Aber hier haben wir zusätzlich noch Menos Moos, die auf den beiden anderen Festivals wiederum nicht spielen. Deswegen beim Rocco del Schlacco auf jeden Fall Menos Moos. Beim Taubertal, wenn ihr es nicht gecheckt habt, Hilltop Hoods. Wenn ihr sie nicht kennt, auf jeden Fall mal hingehen. Das ist so geiler Hip-Hop. Aber diese drei Schwester-Festivals sind ja, weiß Gott, an dem Wochenende nicht die einzigen Veranstaltungen, die stattfinden. Wir haben außerdem noch das Pangea-Festival, die mit Brutalismus 3000 wirklich einen Headliner gebucht haben, der wie Arsch auf Eimer zu diesem Festival passt. Ich würde euch aber trotzdem nahelegen, euch Green reinzuziehen und bei Green einen reinzuziehen. Weil wir gerade von Brutalismus 3000 sprachen und zu ihnen passende Festivals, Sonne, Mond und Sterne, neben vielen Acts, die wir auch beim Sputnik-Lineup schon vernommen haben, die ähneln sich von Jahr zu Jahr irgendwie noch mehr, die Festivals, habe ich das Gefühl. Ja, die sind alle zu groß, um dass es Geheimtipps sind, und den Rest vom Lineup kenne ich nicht so gut. Und wir haben noch das Hütte Rockt Festival, die haben uns auch schon ihr komplettes Lineup präsentiert und das sieht richtig lecker aus. Auch hier Airi Revolte, das große Comeback, Blackout Problems, immer granatengut. Aber meine Empfehlung für euch sind auf jeden Fall die Tiny Wolves, 30-köpfiger Kinderchor. Als ich sie dieses Jahr beim Reeperbahn Festival gesehen habe und sie Danger Dan gesungen haben, da hatte ich hier so ein ganz komisches Gefühl auf der Haut. Gänsefeeling pur. Aber wir gehen wieder ein Wochenende weiter zum Reload Festival und
keine Überraschung, da wird es wieder ordentlich krachen. Das ist ja irgendwie das kleine Wacken. Aber wir haben auch noch zusätzlich richtig fette Bands, zum Beispiel Static X. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Aber die Empfehlung wäre ganz klar, Shoreline sollte man nicht verpassen, wenn man zum Reload geht. Ich wünsche allen viel Spaß. Auch hier kommt noch eine Review. Hat mir sehr gut gefallen bei euch. Ich werde aber an diesem Wochenende wahrscheinlich mal ein anderes Festival aufsuchen, was dieses Jahr den Helga Award als bestes Festival des Landes gewonnen hat. Die Rede ist vom Summer Breeze Open Air in Bayern. Und hier haben wir auch schon eine ganze Stange an Namen bekommen. Sieht ziemlich geil aus. Vor allem auch die kleineren Namen. Da sind echt ein paar Sachen dabei, wo ich mich frage, warum die nicht oben in ihrem eigenen Schriftzug geschrieben sind. Zum Beispiel Royal Republic. Aber mein Geheimtipp für Summer Breeze wäre auf jeden Fall Guter Lachs nicht zu verpassen. Musikalisch sicher nicht jedermanns Sache. Aber einfach diese Interaktion mit dem Publikum, crowdsurfende Dixies, diese ganzen Bekloppten, die da früh 9:30 in sonst was für Kostümen aufgetaucht sind. Es war einfach eine wilde Angelegenheit. Währenddessen findet in Hamburg das Dogville Festival statt, dieses Jahr mit einem Tag weniger als sonst, also entgegen aller anderen Entwicklungen. Und die haben als ersten Headliner verkündet The Last Dinner Party, was ein Headliner ist, der so geil zum Dogville passt. Und ist an der Stelle auch meine Empfehlung, weil die restlichen kenne ich bis auf eine Ausnahme nicht. Und die eine Ausnahme hat mich live jetzt nicht so übelst überzeugt. Zudem haben wir auch noch das Highfield, die haben aber bis jetzt noch keine Bands angekündigt. Und wir haben außerdem das San Hemo Festival, die haben jetzt ihre zweite Bandwelle rausgehauen. Mein Tipp, wie könnte es anders sein, Paula Hartmann, es ist einfach Liebe. Ich finde außerdem irgendwie geil, dass Nina Chuba und Paula Hartmann auf dem gleichen Festival spielen. Es ist auch noch nicht so oft vorgekommen, wenn ich mich recht entsinne. Von NRW in den hohen Norden nach Kiel. Hier haben wir nächstes Jahr nicht nur das große Heimspiel der Leoniden, sondern es spielt dort auch Alexander Markus. Und ich habe Alexander Markus noch nicht live gesehen und ich will es aber unbedingt noch nachholen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den schon mal gesehen habt, wie das live so ist. Aber ich stelle es mir einfach komplett geil vor. Ende August findet dann das zweite der drei Heroes Festivals statt. Wie gesagt, das Line-Up holt mich leider gar nicht ab. Es ist ein bisschen anders als das in Geiselwind. Und die Woche drauf haben wir das Heroes Festival in Freiburg. Das ist wieder mal das, wo ich mich am ehesten sehen würde, aber da war ich ja vor 2 Jahren schon. Das Video könnt ihr auch auschecken. Meine Empfehlung hier wäre ebenfalls Absilon, wie es schon beim Splash, ist einfach ein guter Künstler. So Bunny könnte auch sehr geil werden. Ich meine, dass Sido live geil ist, da müssen wir nicht drüber reden. Und damit sind wir auch schon am Ende der bisher bekannten Festival-Lineups angekommen, nämlich beim Allgäu's Finest, die ihren Termin gewechselt haben von Ende August auf Mitte September, Sommerabschluss quasi im Allgäu. Und hier spielt ein Mann, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, nämlich Tiavo. Richtig geiler Artist. Doch auch hier werden noch viele Namen kommen. Aber ja, das waren die Lineups, die bis jetzt schon so draußen sind. Wenn ich irgendeins vergessen habe, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst mich auch gerne mal wissen, welche Lineups euch am besten taugen und wo ihr nächstes Jahr am Start sein werdet. Teilt das Video auch gerne mal mit euren Freunden, damit auch die sich einen Überblick verschaffen können. Wo es für uns nächstes Jahr hingeht, ist noch nicht ganz so sicher. So viele Festivals wie dieses Jahr werde ich nächstes Jahr sicher nicht besuchen, weil 18 Stück war schon ganz schön krass. Wie das so war, das könnt ihr hier zusammengefasst in der Playlist sehen. Wenn euch interessiert, was auf den Festivals so passiert ist, Brände, Unwetter, alles Mögliche, dann schaut auf jeden Fall mal hier den Festival-Rückblick an. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert am besten einfach den Pit Report, um weitere News, Reviews und Berichte aus der Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit.